sind heute beim Frohnauer Straßenlauf im Norden von Berlin. Und ihr werdet mich für verrückt erklären, denn ich werde als eine von über 600 Kandidaten an den Start gehen. Ja, jetzt gibt's kein Zurück mehr, aber auf was ich mich da eingelassen habe, würde ich trotzdem gerne wissen. Und das fragen wir jetzt einfach mal Organisationsleiter Ronny Neves. Was kannst du mir als Organisator mit auf den Weg geben? Ja, auf alle Fälle Spaß zu haben, in Berlins schönsten Stadtteil sozusagen zu laufen. Ja, es ist einfach schön grün hier, wir haben tolles Wetter bestellt und wir haben eine tolle Atmosphäre hier, ist alles sehr familiär. Von daher, lass dich mitreisen vor dem Flug. Bevor es für mich losgeht, rennen jetzt erstmal die Kleinen los und vielleicht kann ich mir da ja sogar was abschauen. Ich sehe schon, die Kleinen machen das richtig super. Mal gucken, ob ich da mithalten kann. Was ist so das Geile an dem Wettkampf? Warum macht ihr immer wieder mit? Die Atmosphäre. Die Stimmung, schön, ja. Nette kleine Atmosphäre, klein, groß. Man kennt viele Leute, die schon waren. Ja. Das ist schön. Die Leute sind immer gut drauf hier und begleiten auch unterwegs. Wir werden Verpflegungspunkte sein. Ist das euer erstes Mal? Nee, nicht ganz. Nee, zum wievielten Mal seid ihr dabei? Keine Ahnung. Schon lange her. Zumindest beim ersten Mal war ich mit dabei. Und die machen auf dem Fahrrad mit? Ja, Motivation. Markus, ganz vorne mit dabei. Willst du heute den Titel holen? Von Auers Champion. Fast. Boah, ich komme gar nicht mehr mit. Viel Glück noch, wir sehen uns am Ziel. Gleich habe ich es geschafft. Jetzt gebe ich noch mal Gas. So, ich bin K.O. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt packe ich die Fragen. Und Elisa, wie war es gewesen? Ja, also es war auf jeden Fall anstrengend. Ich bin total außer Puste. Aber du hast recht, die Natur ist mega schön. Leute waren super nett. Aber die haben mich fertig gemacht. Alter. Ja, die sind halt schon trainiert bei uns. Du kannst gerne noch zu uns in den Verein kommen, ja? Ja, überlege ich mir echt mal. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Alles klar. Danke dir, Ron. Gerne. Olympiasieger und Sie sind hier. Was halten Sie von der Veranstaltung? Ja, in dem Moment, wo mein Sohn mitgelaufen ist, muss ich natürlich sagen, sensationell, toll organisiert. Nächstes Jahr bin ich mit dabei. Im Moment bin ich leider ein bisschen verletzt, deshalb konnte ich heute nicht mitmachen. Leute, ich bin super erschöpft. Ich habe erstmal einen Schluck Wasser gebraucht, wie ihr gesehen habt. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, war eine coole Erfahrung, aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ihr hingegen braucht keine Pause, sondern folgt uns lieber auf Facebook und YouTube. Und bis bald, eure Elisa. Oh, Miss Lucy.